Hier ist wieder Diana von Die Kajo Stempelt. Es geht weiter mit unserer Katalogtour. Wir kommen gar nicht so viel weiter. Das war Seite 10 und jetzt geht es weiter auf Seite 11 mit dem wunderschönen Produktpaket, lieb gesagt. Ich bin ja ganz froh. Manchmal so im Team oder mit meinen Freundinnen gucken wir dann so durch, was gefällt dir denn, was gefällt mir. Und ich war hier bei dem Set irgendwie schon ziemlich verknallt in das Set und meine Freundin hat zum Glück gesagt, sie will das auch gerne haben. Und dann haben wir uns so ein bisschen ja, ausgetauscht und sie hat sich das jetzt schon gekauft zum Katalogstart und ich durfte damit schon was basteln, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar habt ihr einmal hier die zwei großen Schriftzüge für dich mit viel Liebe und dann noch kleine Stempel, die wirklich schmal sind. Also ich hatte dann noch nicht mal einen Zentimeter von der Dicke als Streifen genommen, um den Spruch zu stempeln. Das fand ich aber auch mal ganz cool. Also wirklich sehr filigran. Und ihr habt hier so Two-Step-Stempel, mit denen ihr dann hier diese Blümchen ein bisschen Tiefe geben könnt, weil das ist dann halt sozusagen, das habe ich heller gestempelt und das dunkler. Also ich muss gestehen, ich mache das dann wirklich so, dass ich erst den dunkleren Ton stempel, damit man das ist ein Klarsichtset, ein Klarsichtstempelset, damit ich das dann auch gut drauf bekomme. Weil wenn das so ein bisschen verschoben ist, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man wäre betrunken, weil das so verwuschelt ist. Und die Stanzform dazu, ich nehme mal jetzt den Katalog weg, also wir sind auf Seite 11. Die ganzen Stanzen passen auf die Minimaschine. Das ist wichtig, das ist eine wichtige Info, weil ja, ihr habt das Einstiegsangebot unter Umständen schon gesehen. Man kann sich jetzt zu diesen vielen Produkten obendrein auch noch eine Mini-Stanzmaschine schenken lassen. Das sind also die Stanzformen hier. Ihr seht, das ist einmal diese Outline, dann dieses mit viel Liebe. Und mit viel Liebe, da habt ihr hier noch so ganz schmale Worte. Die könnt ihr dann auch noch drauf bringen. Dann habt ihr hier dieses kleine Herzchen hier und das größere Herz hier. Habt ihr jeweils nur den großen zum Ausstanzen? Ich glaube, das wäre auch Mini. Kann man aber trotzdem super stempeln. Oder man kann einen kleinen Andersstanzer nehmen und den damit ausstanzen. Also mir wäre der echt zu futzelig, muss ich sagen. Dann haben wir hier diese ganzen Blätter, also einmal dieses Doppelblatt, einmal das einzelne Blatt hier und hier als Stanze. Die Blume, die kleine und die große, für die braucht es ja keine. Das wird dann nicht 3D aufgebaut, sondern das ist ja nur zum Stempeln. Die findet ihr hier oben. Für dich findet ihr da. Und auch für dich gibt es nochmal Outlines. Ja, und dann nochmal für dich, das ist dann nochmal so ein Hintergrund, nochmal so eine andere Möglichkeit, das aufzubringen. Ich habe es eben schon mal gesagt, das ist ein Klarsichtset. Und meine Empfehlung hierfür ist zum einen erst das dunkle Stempeln, dann das helle. Dann habt ihr es ein bisschen leichter, das da durchzusehen, weil gerade wenn man irgendeinen Farbton stempelt, wo Rotpigmente mit drin sind. Ihr wisst, die sind halt relativ lange dann auch drauf. Da habt ihr es dann ein bisschen einfacher. Und was ich auch wirklich, also absolut empfehle, sind diese Mehrzweckklebeblätter. Und zwar, hier steht schon Peel hier. Das kann man abziehen. Das ist im Prinzip ein beidseitiges Klebeblatt, was auch wirklich gut klebt. Die Idee ist, man zieht das, ich habe jetzt hier gerade mal so ein kleines Muster, man zieht es dann, Moment, einmal bitte scharf stellen, man zieht es dann hier ab, klebt das auf einen Cardstock, also irgendein Papier, was ihr durch die Präge- und Stanzmaschine leiern wollt, klebt das da drauf und habt dann auf der Rückseite diese Trägerfolie, die ihr nur noch abziehen müsst und dann könnt ihr es aufkleben. Warum? Zeige ich euch gerne mit gebastelten Beispielen. Also ich habe zum einen, habe ich das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, gebastelt. Und zum anderen, wo
zeige ich euch das denn mal. Also die lege ich mal dabei. Ich blende euch ein, wie diese Artikelnummer lautet und so weiter. Da sind mehrere Blatt drin. Die müssten so ein 6-Inch-Maß haben, 6 x 12 Inch ungefähr. Also auch ideal dann für unsere amerikanischen Maße. Und hier blende ich euch jetzt mal ein, was ich für Anhängerchen gebastelt habe mit dem Für dich. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Da habe ich dann aber mir es auch leicht gemacht und habe nur das Für dich hier gestempelt. Habe dann die Blumen, die ich dann halt in 2 Tonen gestempelt habe, zum Teil auch nur den zweiten Abdruck gestempelt und habe den dann mit dem Wink auf Stella noch so aufgehübscht. Und ach, das macht ja immer alles noch mal so ein bisschen glitzeriger. Und dann habe ich mit dem Für dich noch eine Geburtstagskarte gebastelt. Ja, zack. Und zwar, vielleicht erkennt ihr es auch schon. Oh, Moment, muss man mal kurz zurückhalten. Vielleicht erkennt ihr es auch schon. Das hier ist, schwupps, das Blatt hier. Ich finde, also als ich das gesehen hatte, habe ich so gedacht, okay, das kann man noch gut als Kerzenflamme nehmen. Und habe dann einfach von diesen rustikale Karos, Karos, rustikales Chaos, nein, rustikale Karos, habe ich das Papier genommen und auch Minzmakrone, das karierte, kleinkariert und großkarierte. Habe dann die Flammen gestempelt. Erst dunkel, dann hell. Und das für dich habe ich mit dem Wink auf Stella auch wieder aufgehübscht. Deswegen funkelt das so schön. Und diesen Strich, das war mir dann zu hart, also diesen Kerzendocht, den habe ich dann in Grau nachgezogen, Schiefergrau und nicht in Schwarz, das wäre mir, glaube ich, zu heftig gewesen. Hier unten ist dieser ganz schmale Spruch zum Geburtstag und noch ganz viele von den Basic Strassschmucksteinen. Und dann, das ist die eine. So, das ist die eine Karte gewesen und dann habe ich noch eine zweite. Da weiß ich auch nicht. Da hatte ich ist ganz schön viel los, ne? Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Manchmal eskaliert das bei mir so ein bisschen. Da habe ich erst mit diesen Blending Brushes so einen Hintergrund ein bisschen gewischelt. Habe dann gedacht, oh, ich will mal hier meine Büttenrand-Stanzform benutzen, weil dieses Thema hier auf der Karte sind ja die Umrandungen. Also hier seht ihr diese ganz, ganz feine Schrift in Weiß, dann halt dieses in Minzmakrone nochmal so dahinter gesetzt und wieder die rustikalen Karos als Muster hinten dran. Da sind die Blumen. Da habe ich immer, das sieht man glaube ich ganz gut, wenn ich es schwenke, den dunklen Teil aufgehellt. Und ich finde auch, dass wenn man gerade bei den Klarsichtstempeln, wenn man die frisch stempelt und man das Gefühl hat, die sehen noch so ein bisschen perlig aus, dann kann man die auch ganz gut mit diesem Wink auf Stella, ist ja so vorne so eine Pinselspitze, kann man das nochmal so ein bisschen verblenden, dann sieht das ein bisschen feiner wieder aus. Ja, dann Strasspunkte und hier auf den, die Farben. Weiß nicht, ob die jetzt so gerade gut bei deinem Gerät, dann bei eurem Gerät rüberkommen. Das sind die Farben Celadon, Minzmakrone und dann halt abgestempelt auch jeweils die Variante und Schiefergrau. Jo, da habe ich mich mal ein bisschen ausgetobt. Ich bin mir sicher, das Set sehen wir noch öfter. Ich glaube, das ist auch sehr vielseitig. Und diese kleinen Mini-Pünktchen hier, die könnte man auch durch einen Strasspunkt ersetzen. Man muss ein bisschen aufpassen. Mir ist einer davon abhanden gekommen, ist natürlich wieder aufgetaucht. Ich war auch einfach zu faul, das nochmal durchzuleiern dann. Oder man malt einen Punkt oder wie auch immer. Aber es ist wirklich filigran, wirklich toll. Macht Spaß, das zu benutzen. Und ließ sich auch ganz gut hier arrangieren auf diesem, was ja dann nur so ganz grobe Konturen weitergibt. Ja, lieb gesagt. Das ist das. Und ich hoffe, es gefällt, was ich so mal gebastelt habe. Die Anhänger habe ich euch ja eingeblendet. Und ja, noch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Video.